So, Freunde, ein weiteres Match ist wieder am Start. Und zwar gegen Diego. Und Diego hat ein paar echt interessante Pokémon. Knackrack, Alola Vulnona, Scherox, Dragoran. Lecker. Lecker, lecker, lecker. So, auf jeden Fall wäre für mich wichtig, dieses Game mit Glurak und Groudon zu leaden. Einfach um den Pressure hochzuhalten. Bisaflor ist hier actually nicht worth, ne? Das ist traurig, aber egal. Gut, dann machen wir Gortrom. Gortrom trommelt sich in die Herzen der Zuschauer, meine Freunde. So, dass ein Aurora-Schleier kommt, ist klar. Die Frage ist nur, erste Runde? Oder zweite Runde? Wenn sein Dingens nicht in der ersten Runde rauskommt, dann wird das rein wechseln. Probably. Garchomp und Dragonite. Beide shiny. Schnibidi. Schnibibidibidibi. So, Dragonite hat sowieso die Multischuppe. Warte mal, ich glaube, Garchomp outspeedet uns. Kann das sein? Ich glaube, Dragonite hat sogar mit nicht nur Multischuppe, sondern auch das Ding. Scheiß drauf. Wir gehen jetzt auf den Giga-Feuerflug. Dann soll er mich eben mit irgendwas aus dem Leben knallen, Alter. Ist mir dann auch egal. Ich kann nicht in eine Multischuppe rein, Fels graben, damit der Dude dann auf plus 2 ist, Digga. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich muss den Play leider machen. Knackrack hat 102 Speed. Ja, es kommt drauf an, ob er Full Init Investment hat. Ja, kein Full Init Investment. Ist es das Dragoran? Aber Dragoran wäre wasted, oder? Nee. Oh, shit. Okay. Alright. Drachenklaue, okay. Keine Steinkante, völlig fein. Das wird trotzdem massiven Damage zwirbeln. Alter, das reicht, um es zu killen. Holy shit. Das reicht einfach, um ihn zu killen. Dann hätte ich actually probably auf Dragoran gehen sollen. Multischuppe, Schwächeschutz, Steinerdüse, ja. Weil Garchomp wäre eh gestorben an der Stelle. Hier hätte ich wichtigen Chip-Damage gebraucht. Ich gebe ihm auf jeden Fall nicht den Schwächeschutz. Auf jeden Fall nicht. So, Glurak wird wieder protecten die Runde, probably. Weil Glurak ist ein Threat und er muss Glurak killen. Xerneas, okay. Gut, dann gehen wir auf den Eisenschädel. Dann Eisenschädel, ich das Xerneas. Er wird wahrscheinlich outspeeden und mit der Geokontrolle durchkommen. Also kein Flincherino, aber das wird Hälfte machen. Minimum. Hm.
deiner Stahlzacken. Wow. So, wir haben die Assault West. Wow, Digga. Oh my goodness. Wie viel Damage das gemacht hat, ist insane. Oh shit, Digga. 1 KP. 1 KP. Ja, in der nächsten Runde ist Xerneas tot. Haha, let's go. Brauche ich die Sonne? Nicht unbedingt. Ich brauche die Sonne nicht unbedingt. So oder so stirbt sein Xerneas die Runde. Er ist nicht rausgewechselt, das heißt, es ist auf jeden Fall tot. Und das ist die dritte Runde. Der Vorteil, den er hat, ist, er hat jetzt ein geboostetes Dragoran auf dem Feld, was aber ein bisschen angeknackst ist. Oh, Xerneas stirbt sogar wegen Life Orb. Okay. Ja, da wäre einfach nicht worth gewesen, rauszuwechseln jetzt. Weil auch Fuego oder Gortrom hätten beide sehr viel Damage gefressen. So, Fuego kommt raus. Erstmal den Bedroher. Bringt Dragoran auf minus 1. Und Scherox auch auf minus 1. Scherox ist aber ziemlich gut gegen mein Team, leider. Okay, ich habe Mogelhieb auf beiden. Ich habe Mogelhieb auf beiden. Mogelhieb ich Scherox und gehe mit Fuego auf den Flareblitz? Oder Mogelhieb ich das Dragonite? Wie schnell ist mein Gortrom? Ist mein Gortrom schneller als ein Scherox? Safe, oder? Aber ich muss den Flare blitzen. Oh shit, das war stark. Stark. Stark, stark, stark. Sehr stark. Sehr stark. Respekt. Respekt. Sehr, sehr stark gespielt. Muss man sagen an der Stelle. Wäre ich auf Dragoran gegangen, hätten wir jetzt gewonnen. Stark. Protect, guys. Schutzschild, der beste Move im Spiel. Abschlag Grasrutsche dürfte Dragonite killen, falls ich Scizor outspeede. Wenn nicht, wird es ein bisschen schwierig. Patronenhieb? Bro, why? Was hat Fuego dir getan? Okay, das war ein Crit. Crit ist aber nicht wichtig. Wir hätten ihn sowieso Ja, das ist ein Kill. GG. Ich habe gewonnen. Was hat Fuego dir getan, Bro?
Er denkt, er ist der schnelle Hase. Aber er ist nicht der schnelle Hase. Actually bin ich der schnelle Hase. Ich bin der schnelle Affe, meine Freunde. Ich glaube nicht, dass der Crit gemattert. Doch, vierfach Resist. Vierfach Resist. Wundersaat, hartes Wesen, grassy terrain, vierfach Resist. Hat der Crit gemattert oder nicht? Was meint ihr? Schreibt mal rein. Würde mich mal interessieren, eure Meinung. Hat der Crit gemattert oder nicht? By the way, wir sind auf 1600. Let's go! Aber der Protect-Play war insane gut. Der war wirklich stark. Meine Freunde, ist es soweit. Endlich. Endlich. Dialga ist in the house. Und jetzt werden wir sehen, ob Dialga gegen uns eine Chance hat. So. Wir leanen mit Glurak Groudon. Glurak Groudon ist actually super gut für sein Team. Gortrom ist probably gut, wenn das Ding das Wassermon ist. Und wenn nicht, dann ist es Kage. Egal, wir gehen auf Floor und Fuegro. Xerneas wäre probably auch cool. Digga, Xerneas ist einfach so ein übergucktes Pokémon. Es muss immer dieses eine Mon geben, was man in keinem Battle verwendet. Okay! Mashallah, Digga! Mashallah! Schön! Ich freue mich. Ich freue mich, mein Freund. Jetzt kann ich Rache nehmen an all den Fickern, die mir mit Dialga so hardcore auf den Sack gegangen sind die letzten Matches. Im letzten Turnier, meine ich. So, entweder outspeeden wir ihn oder er hat nicht gedeinert. Vielleicht auch beides. Wir outspeeden ihn. Sehr schön. Gut. Was wird Olangar tun? Speziell buffen oder physisch buffen? Lichtschild? Oder Reflekt? Masse. Okay. Deiner Wurm. Ja, wird aber nicht reichen. Aber er schwächt somit unser Groudon. Aber er hat jetzt weder noch. Und ich treffe die Abgrundsklinge. Hat er die... Nein, hat er nicht. Ja, goodbye, Dialga. Goodbye, my friend. Und jetzt muss er sich entscheiden. Ja, cool. Ich bin jetzt langsamer. So, Glurak stirbt so oder so wegen Solarkraft in diesem Match. Beziehungsweise in dieser Runde. Das heißt, ich muss jetzt angreifen. Oh. Ah ja. Da ist er also, das Säschchen. Gut. Ja, du musst Glurak angreifen. There is no doubt, my friend. Und auch auf minus 1 wird der Bodenmove dein Sashin killen. Ich sag dir, wie es ist, Bro. Das reicht nicht. Kann ich dieses Mal das Sashin treffen, bitte? Kann ich dieses Mal Sashin treffen, bitte? Double KO mit Groudon.
Please don't miss Zacian. Okay, Grimmsnarl akzeptiere ich. Hat nicht gereicht. Schüsch. Wegen minus 1. Damn, oh damn. Ja gut. Dann gehen wir an der Stelle noch auf den Mogelhieb. Weil warum nicht, ne? While warum nicht? Warum nicht? So, ja, wenn der Mogelhieb durchkommt, stirbt er wegen dem Feuer. Protect. Gut. Jetzt überlebt er leider. Aber wenn die Sonne jetzt weg ist, kann ich einfach Groudon wieder reinwechseln. Ja, Schmarotzer juckt nicht. Bisaflor hat einen kleinen Bizeps. Genau deswegen hat er jetzt überlebt. Grimmsnarl überlebt glücklicherweise nicht. Das Ding hätte schon lange gestorben sein müssen, aber okay. Ditto. Oh, das ist spannend. Oh shit, das ist insane. Alright. Actually. Kann ich Zacian jetzt einfach Solar Beam? Oder Giga Drain? Giga Drain reicht. Schlägt fehl, okay. Schlafpuder kommt durch. Ist okay. Ich kann ihn matschbomben. Und er kann mich wiederum nicht einschläfern, weil ich bin auch ein Pflanzenmann. Haha! So, erste Runde. Ich erwarte ein First Turn Wake Up, my friend. Genauso wie all meine Gegner vor mir. Sash ist weg, potenziell. Da kam Foto aufgegeben. Okay, never mind. Gut, wir hätten noch Groudon gehabt. Wir haben Ditto und wir haben Dialga noch gesehen. Fucking finally. Nach all diesen Runden, meine Freunde, haben wir genau die Mons gesehen, die ich unbedingt mal noch sehen wollte. Puh. Okay. Damn. So, können wir schon, uns Zapdos abholen? Wahrscheinlich erst morgen, ne? Was für ein Ranking haben wir jetzt? Irgendwas über 1600. Ganz leicht. Geil. Das hat Spaß gemacht, Freunde. Das hat richtig gebockt. Das nächste Turnier machen wir safe auch. Da gibt es nämlich noch ein Shiny Gala Lavados.